Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound. Lange, lange ist es her, die Fische im Weltall sind zurück. Mit einem neuen Freund, dem Magier vorne. Am Kommandopult, möchte ich jetzt glatt mal sagen. Jetzt hast du ihn angegriffen, du Held. Ups! Ey, da geht ja auch Schneeball, Alter! What the fuck? Ja, bitte, weil ich wieder Talons über lautstark hören kann. Hi! Alter! Ich dachte, ich kann dich damit abwerfen, aber nein, das funktioniert nicht. Dann wurde ich abwerfen. Ja, gut. Direkt von unserem neuen Freund abgeworfen. Wer sich jetzt wundert, wer dieser kleine Magier ist, das ist aus einem... Der geht wieder auf dich los, pass auf. Ha, ich glaube, wir müssen ihn umbringen. Scheiße. Ich befürchte, es ist auch vorbei. Nein, irgendwann verlöttert er die Range auf dich. Wie gesagt, es ist aus einem kleinen Magier-Spawner entstanden, den ich bei dir, glaube ich, aufs Schiff gebatscht hatte oder Talons, ich weiß es nicht mehr. Ja, lang ist her Starbound. Bevor wir jetzt anfangen, erklären wir euch kurz, was Ambach ist. Erstens versuchen wir jetzt was Neues, und zwar nehmen wir Starbound jetzt aus beiden Perspektiven auf. Das heißt, ihr könnt jetzt sowohl meine als auch Talons Ansicht bei uns auf dem Kanal finden. Unter der Voraussetzung, dass es gut klappt. Wir machen jetzt erstmal ein bis zwei Probeaufnehmchen. Solange der Typ übrigens Agro hat, bin ich hier unten gerade am Holzfällen. Erzähl du ruhig weiter. Ach so, ja. Oh, der macht mir Angst. Oh. Der will mich hauen. Des Weiteren werden wir jetzt erstmal die Gelegenheit nutzen und ein paar Rohstoffe sammeln, so wie Holz, diverse Verbrauchsgüter, Ressourcen etc. Da Starboard momentan mit den Updates... sag ich mal, in der Pause hängt und die Planeten-Wipes halt leider noch auf sich warten lassen, können wir groß jetzt nichts machen. Wollen natürlich aber auch nicht unvorbereitet ins neue Glück dann springen, wenn es endlich heißt, yeah, Starborn complete. You can build anyway. Und anyway. Nein, das ist auch falsch. Ist ja egal. Auf jeden Fall, wundert euch dann bitte nicht, falls wir aufnehmen, wenn wir schon offline Ressourcen gesammelt haben, wir werden uns, wie gesagt, jetzt demnächst damit eindecken, dass wir das dann auch nicht mehr allzu viel in den Folgen hineinquetschen müssen, dass wir dann auch möglichst bald, wenn die Updates endlich über die Bühne gebracht werden, mit dem Hausbau beginnen können oder mit dem ganzen Dorf, das wissen wir noch nicht genau, was wir da fabrizieren werden. Das heißt... In den nächsten 1, 2, 3 Folgen, wissen noch nicht genau wie viele, werden wir jetzt erstmal Ressourcen sammeln, Holz, Dörfer auseinandernehmen und das alles halt sammeln, speichern etc. Ich würde auch gern losfliegen, aber dieser Drecksack sitzt auf meinem Platz und yeah. Nur damit du Bescheid bist. In der Zeit räume ich hier gerade ein bisschen Pixel ab. Ja, geh du mal schön das Geld verdienen. Also, und nicht wundern, ihr findet nicht mehr alle Ressourcen bei mir auf dem Schiff, deswegen auch diese doppelte Ansicht, weil wir haben es jetzt mal so geklärt, Talons ist jetzt für den... Töte ihn doch einfach. Talons ist für den Anbau von Essen zuständig, etc. Das lagern wir jetzt bei ihm auf dem Schiff und bei mir lagern wir Ressourcen und so ein Scheiß und... Das war alles nicht gesehen und... Das wird man aber halt hast du nicht gesehen, wa? Wie ist der Wett? Ich stöte das Ding jetzt hier, der geht mir eh auf den Sack. Der setzt sich dauernd auf meinen Schränken. Schirr, das lasse ich mir nicht mehr fallen. Hier, brennen und stirbt, so er ist tot. RIP, dem armen Magier. Wir finden bestimmt noch ein paar Spawner und dann... Yay! Yeah, du kannst wieder hochkommen. Ja, ich komme gleich. Ich habe in der Zeit hier unten ein bisschen Holz gehackt. Und ein paar Monster geplättet. So, wir gehen jetzt einfach mal random durch den Alpha-Sektor. Wir haben uns jetzt keine Koordinaten von Planeten rausgesucht, weil das auch, glaube ich, gänzlich zu langweilig wäre. Wir gucken jetzt mal, dass wir ein, zwei kleine Planeten abklappern, uns kurz mal in die Erdoberfläche buddeln und einfach mal schauen, was wir da finden. So, Talon sagt jetzt mal Stopp. Was ist Stopp? Okay, gut. Und jetzt nennen wir mal einfach irgendeine Zahl zwischen 1 und 10. 90? 90, oh Gott, da muss ich lange zählen. was nehmen wir denn mal hier? 81, geht das auch? Das erinnert mich schon wieder, da gab's, ich weiß nicht, kennst du den Song? Den Die Sendung? Song, ja, kenne ich. Da gab's noch einen Typen, der sollte eine Zahl zwischen, ich glaube zwischen 1 und 5 nennen. Was hat er rausgehauen? 6. Ja, bin ich auch voll für 6.
Ja gut, Snowplanet können wir vergessen. Dafür sind wir noch nicht ordentlich ausgerüstet. Wir haben uns zwar schon etwas gecraftet, aber wärmebedingt ist das jetzt noch nicht unsere Welt. Wir gehen jetzt mal auf einen Desert-Planeten. Ja. Sag, wenn du loslegst, ich komm, ich springe an Bord. Mitten im Transform-Modus. Wir starten! Oh mein Gott, es geht los! Oh, so aufregend! Mein Gott, das ist so unfassbar aufregend. Dieser Prozess, dieser... das ist so aufregend. Derzeit kann ich schlafen. Gute Nacht! Ja, das ist wieder typisch für den Kerl, weißt du? Apropos falsches Bett, ach, kann ich erstmal auch nicht reinscheißen. Echt? Ganz ehrlich, ist ja nicht mein Bett. Ganz ehrlich, ich verkaufe diesen Typen. Wer immer ihn haben will, bitte einfach nur anschreiben. Ihr könnt ihn direkt haben. Niemals! Ich gebe euch vorher auch noch Anweisungen, wie ihr ihn behandeln müsst, damit ihr auch gut mit ihm klarkommt. Also, Alter. Gibt's mich jetzt neuerdings mit einer Anleitung, Alter? Bin ich Computerspiel oder was? Ja. Spielzeug oder was? Ja, ja. Am besten noch mit Installationsanleitung. Genau, und der passende Software. Und Zusammenbauanleitung von Ikea, war? Da fehlt am Ende eine Schraube. Ja, ja, das ist ja das Problem bei dir. Es fehlt eine Schraube und deswegen... Ja, Ikea-Bausatz oder was? Ja, du musst ein Ikea-Modell von 2012, Alter. So. Ich denke, ich den Ikea-Bausatz. Ja, ich bin den Ikea-Bausatz, ich stehe drauf. Mach den da, ach, du bist weg. So, wir setzen uns mal einen Startpunkt. Ich sollte mir echt mal angewöhnen, Flaggen oder so zu basteln. Ja, wir haben doch unsere eigene Flagge. Wo ist das jetzt an? Geh weg! Ist friedlich? Nein. Oh, guck mal, was in der Kiste ist. A Hammer! Das wäre nicht, nicht wirklich interessant. Egal, nimm die Kiste mit. Ach, Quatsch. Unterm brauchen wir keine. Du hast, das ist Kopper. Du hast genug Kisten. Moment, ich brauch Kopper. Ich bring die Kohle. Kohle. Ach, was ein Wortwitz. Ich bring die Kohle. Oh mein Gott, so flach warst du schon lange nicht mehr. Doch, eigentlich schon. Du bist eigentlich immer flach. Denn du bist auf keine Frau. Du. Besser als wenn ich sage, du bist flach. Oh ja, ich bin. Alter, ich bin flach wie ein Brett. Ah, ich kann nicht springen. Das Springen verlernt. Mein Gott. Wow, aber fallen kann ich gut. Alter, mein Helm sieht schon irgendwie geil aus, finde ich. Ja, China. Ach nee, Japaner, oder? Nee, doch Chinesen. Mm, ja, so eine Mischung aus beiden. Wow, Vorsicht! Ich komm nicht dran! Ich vermisse meinen Doppeljump! Ich komm da nicht dran, Alter! Komm mal hier. Lass mal runterfliegen, lass es runterfliegen zu dir! Au! So, verbrenne, dumme Sau! Geht doch! Ich schnapp mir die Pixel, haha! Ja, ja, hier, bitte! Wo ist meine Axt? Ach, was hab ich gerade? Falsche Richtung! Yeah, weil ich hab eigentlich gedacht, das klappt und ich könnte das versauen. Ja, wir greifen gerade alles dran an, was man reinigen und bauen muss, weil wegen Pixel. Ah, Alter, mir juckt die Nase! Guck mal! Komm mal her, ich kann dich hier unten direkt in die Brühe suppen. In die Brühe suppen? In die Suppenbrühe? In die Suppenbrühe. Ich geh mal runter. Da geht's mal rein, ey. Ja, toll. Erfolgserlebnis! Was haben wir denn da Schönes? Das nehme ich mit. Und die Dings können drin bleiben. Ich hoffe, das wird wahrscheinlich nicht hält. Was waren drin? Ein bisschen Silber, ein bisschen Iron und. Sag schnell. Hier. Schnell? Flares, dankeschön. Also nochmal, ich habe schnell gesagt und weiter? Flares. Schnellflares. Was sind Schnellflares? Schnellflyer. Hab mir die Kohle. Das Ding sieht schon irgendwie aus wie Marsh Simpson, oder? Uhrenkorn. Ach, der klaut mir die Facke vor der Nase, ey. Wenigstens habe ich die Pixel, glaube ich, gekriegt. Ja, ja, die Pixel hast du bekommen. Ich hab so gedacht, so, ja, nimmst du mal die Fackel. Ja, war das jetzt Kurt? Oh.
Das hast du jetzt davon. Weil du immer so niederträchtig bist. Da hab mich auch mal verschlucken. Korn, not good for flashy, ja. Dachte, war ich doch, hatte ich doch richtig in Erinnerung. Und zwar für die Roboterfamilie. Roboter. Na, wir sind nix für Roboter. Ja, hier stehen halt viele Kisten auf dem Planeten. Die werden gesagt, was haben wir denn hier? Ist der Hammer. Ist der Kistenplanet, ey. Aber sowas von, Alter. Was machst du, Alter? Ja, das war seine ganze Bude auseinander. Nee, das bin nicht ich. Ist außerhalb. Außerhalb? Okay, randalieren deine Nachbarn. Okay, also bei Talons randalieren gerade die Nachbarn. Bisschen. Nee, ich glaube, der räumt was in den Mülltonne ein. Irgendwelche Leichen oder so. Du hast gerade von Robotern geredet. Das hört sich dann doch schon sehr nach Robotik an. Kommst du mal oder steckst du da hinten irgendwie fest? Ja, immer. Ich muss da auch mal an die Kisten reingucken, die du schon ausgeräubert hast, weil du mir ja nichts überlässt. Ich hab da ja eine Stroßchennummer. Ja. Ich bin eine ehrliche Haut. Alter. So räumt aber echt. Come on. Bring it on, bitch. Nicht dran. Hey, du Fickvogel, Mann. Lass ihn doch erstmal runterkommen. Ja, das hast du jetzt davon. Jetzt fliegt er weiter. Ist doch egal. Ja, ich darf hier schwer verletzt werden, weißt du, du. Klar. Auch darf immer Schläge kriegen. Ich bin eher dafür, dass du mal einen ordentlichen Satz kriegst. Guck mal, da Gold, nimm mit. Nimm mit, Sklave. Alter. Oh. Wie war das? Ich sag mal, deine Mutter. Ja, da steht meine Mutter. Guck da. Die findet das überhaupt nicht in Ordnung, dass ich mich mit dir abgebe. Ich hoffe, der kommt mal hier hin. Hm? Komm, Kleiner, komm! Ich abhauen! Alter! Komm zurück, du dreckiges kleines. Genau, lock den mal. Zack! Alter, wir sind so mies. Professor! Duskender, was ist denn das für? Das hat er two-handed. Er macht weniger Schaden. Aber ich guck mir das Ding trotzdem mal an. Mach das. Guter Junge. Hast das dir verdient. Yeah, One-Hit-Baby. Wie soll ich denn da hochkommen? Mist. Mit der vereinten Kraft der Bausteine. Huch! Nicht so. Oh, gehst du unter die Pinkies, hm? Alter, was ist das hier jetzt? Alter Mädel, den Berg hoch und nicht, Ja, siehst du? Jetzt versagt die Stimme. Willst du einen Weg blau? Ich hab irgendwie gerade einen Frosch im Hals, ey. Dann raus damit. Mit der Krater. Alter Krater, Malz. Meine geht aber jetzt gerade aufflüchten. Das ist der Fluch der, Kröten. Hexe? Hexe? Ja, Hexe? Hexe? Oh mein Gott, verbrennt sie. Ja, du! Was, ich? Oh. Alter, wer ist denn hexemäßig gemeint zu mir? Hä? Du! Alter, wenn ihr wisst, was der Offscreen macht, ne? Ganz ehrlich. Was? Er denkt immer, er wäre ein Engel, aber... Er ist ein Engel, Alter. Ja, nix, Alter. Ich hab dir schon mal was zum Alter gesagt, ja? Engel mit B vorne dran. Ich nix... Engel! Ich wollte gerade sagen, ich nix Frau. Nächste Flachwitz, Alter. Hey. Dieser Mann. Ich verkaufe ihn immer noch. Das Ebay-Ersatz zu ersteigern. Sucht einfach mal nach Talons, Alter. Startgebot liegt bei 50 Cent. Mehr müsst ihr auch nicht zahlen für ihn, das geht schon klar. Der Hammer sieht schon sehr merkwürdig aus. Hammerhead Rock. Flint Hammerhead. Oh, sogar ein Dorf. Das ist gut hier. Nein, das ist kein Dorf, das ist ein Brathähnchen. Erstmal Raw Poundry. Ja. Genanntes rohes Huhn. Kannst du backen, dann hast du Angel. Ich vermisse echt den Doppeljump, das geht gar nicht. Ich will's! Siehst du, wie das geht? Ich hab den aber nicht, du Held. Du genauso wenig. Also jedenfalls nicht hier. Nee.
Ich brauch den aber auch nicht, ich komm auch so klar. Bitte am Mann. Ja, du bist ein Fisch. Nein, Mann. Ja, da. Bin ich jetzt an. Da muss ich jetzt irgendwie gerade an Werner denken, da gab's auch die in der Szene. Ich bin ein Mann. Ein Moon? Das ist immer geil. Jedes Mal, wenn ich irgendwas aufnehmen will, fängt meine Katze an, sich an zu schreien. Ja. Ich kann dich einfach nicht leiden. Ich hab dir das gesagt. Don't eat my dust. Ich glaube, ich könnte mir jetzt eine Goldhacke machen, wenn du mir Gold geben würdest oben, dann könnte noch mal eine Goldhacke empfehlen. Ich hab dir Gold gegeben vorhin vor der Aufnahme. Das ist immer noch so. Wenn nicht, hast du es in die Kiste gepackt. Also. Ja. Warte halt kurz, bis wir über den Planeten sind und dann wird es. Fällt mir ein, das ist gerade, glaube ich, die bessere Idee, erstmal um den Planeten rum. Weil du könntest rein theoretisch auch von der anderen Seite kommen, so groß dürfte da jetzt auch nicht mehr sind. Von der anderen Seite kommen? Nee. Du kannst vom anderen Ufer herkommen. Da. Eine Sache, wo ich entschuldige, ab und zu sind mal ein paar Lecks dabei. Ist bedingt dadurch, dass wir hier keinen direkten eigenen Server oder sowas haben. Sondern leider auf unsere Internetleitung zurückgreifen müssen. Nur so ein Schrott aus dem letzten Jahrzehnt. Ich habe eine Kiwi bekommen. Ich bin glücklich. Noch eine Kiwi bekommen. Ich bin noch. Ich hab Pixel bekommen. Das ist doof. Ich sollte ja, mal kurz. Es leckt, aber es geht eigentlich. Also ich hatte schon Multiplayer-bedingt schwerere Levels. Ich würde gerade mal was essen. So dunkel, mein Kind. Es wird dunkel. Mein Kind, es wird dunkel. Mami hat gesagt, du sollst dann zu Hause sein. Ja, verteidige mich mal während ich den Baum fälle. Ja, bedank dich. Auf die Knie mit dir. Ey, wir wollen ja mal nicht übertreiben. Ich übertreibe, ich untertreibe höchstens. Ich hab leider das Gefühl... Oh, jetzt hab ich... Ich hab das Gefühl, mir schmiert gleich der Server ab, ey. Du hast auch Lags. Es ruckelt gerade übelst. Ja, es könnte allerdings auch daran liegen, dass es vielleicht jetzt gerade Nacht wird. Wäre möglich. Oh, was ist denn das drin? Seid ihr nett? Ein Floraner. Oh, ein Floraner-Dorf. Wie nice ist das denn? Waffe weg. Waffe weg. Waffe weg. So, ich möchte die Blume hier haben. Oh, die Kappe wollte ich nicht, aber die Blume. Du sollst die Waffe weglegen. Die greift dich sonst an, du Held. Ach, Männer. Das erste mit ihnen und sie machen trotzdem, was sie wolle. Eieieiei. Alter. Leg doch einfach die Waffe weg. Was geht denn hier wie Floraner? Ich entschuldige mich für sein bestialisches Verhalten. Kann ich so einfach die Waffe weglegen? Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Natürlich, wechsel doch einfach auf deine Spitzhacke, du Held. Was ist daran nicht so schwer? Wenn ich auf meine Spitzhacke gehe, habe ich meistens in der anderen Hand keine. Keine Waffe, ne, egal, einer musste sterben. Einer musste sterben. Hab ich wenigstens eine Waffe gekriegt? Keine Schusswaffe gekommen, exakt. Ja, das könnte jetzt, das Längen könnte jetzt aber auch am Dorf liegen. Im Multiplayer ist das immer so, leider nicht vermeidbar irgendwie. Traurigerweise. Alter, was machst du da? Ich nehme das doch auseinander, weil ich den Stroh und so. Stroh. Genau. Oh. Klar. Ja. Stroh. Lass mich. Ich bin strohgeil. Aber du, solange ich hier gerade in dem Dorf bin, nutze ich. Nutzt du? Die macht. Fischer, weh meint die zu mir, Alter. Geht's dir, Mädel? Alter, wer hat die freigelassen? Du? Nee. Ich ruhe mich erstmal im Bett aus. Ich leg, also, leg dir ein ordentliches Ei rein, Alter. Das ist halt echt abartig, Junge. So, Fischei, gibt's Nachkommen. Also ganz ehrlich, in Dörfern ist das mit dem Lex aber richtig mies. Wir brauchen echt mal einen anderen Server. Definitiv. Florian ist hungry for Jotte Flash, Alter, der will mich fressen. Okay, ich renne jetzt einfach mal nur durch das Dorf, weil es leckt gerade einfach zu sehr. Das werden wir dann mal offscreen ausrauben.
Das hat jetzt so keinen Sinn. Ich mach das jetzt gerade, das geht eigentlich ganz gut, ja. Also ich hab Lex, also ich höre jetzt einfach mal durch und warte auf der anderen Seite. Ich warte auf der anderen Seite des Lichtes. Oh, ein Call Green Guard soon, Alter. Irgendwie ist mein kompletter Hintergrund doch gerade weg. Ach, da sind Wolken. Ist hier Wolken? Ja, 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 ich leg die Waffe weg, ich leg die Waffe weg. Bleib ganz cool da hinten. Easy going. I don't do anything. Alter, die haben geile Waffe. Geile Waffe, Alter. Jo, Alter. Also voll geile Waffe. Voll geil so und so. Ich buddel mich jetzt einfach mal nach unten. Das ist ja eigentlich irrelevant, wie ich wieder hochkomme. Ich bin Meister des Buddelns. Ich buddel mich im Dunkeln nach unten. Es tut mir leid, wenn man jetzt gerade... Interessant. Ich habe hier eine Kopfbedeckung gefunden. Die hat 1% Rain Resistance, wenn dry. Also wenn es trocken ist, 1% Regenresistenz. Wow, das ist ja hardcore. Aber da war noch ein bisschen Erz und sowas drin. Das hat sich insofern gelohnt. Wenn die Waffen droppen würden und die Waffen gut werden, würde ich die alle töten, ja. Seht ihr, was das für ein bestialischer Mörder ist? Bitte, kann ich nichts dafür, wenn die gut ausgerüstet sind. Ja. Jetzt sind wieder die anderen dran schon. Alter, da drüben geht's weiter, ist ein schickes Ach, Haus. Dammit. Hier Wasserbubbel. Warum ist hier Wasser? Kann ich schwimmen? Ich hab den Typen mal abstürzen lassen. Die Typen. Alter, wie viel Wasser ist denn hier noch? Sag mal, das ist eine Wüste. Das ist. Was? Oh, Jotte, behave or be eaten, meint er. Nimm dich oder du wirst hier fressen, Alter. Die Pflanzen sind ganz schön aggressiv. Ganz schöne Pflanzenfresser. Sehen Sie euch jetzt nicht was, was heißt to step something. Alter, ich hab ein bisschen Ruck jetzt gerade. Die sind es gut, also das ist gerade echt ekelhaft. Effektiv kann ich sagen, es ist nicht ganz so schlimm, wie ich denke, aber es ist gut, es würde man wahrscheinlich richtig schlimm wäre es wahrscheinlich. Wenn ich jetzt irgendwie kämpfen müsste. Ja, jetzt hab ich schon wieder Steine erwischt. Das Dorf sieht aber schon schick aus, muss ich sagen. Könnte man eigentlich nachbauen, wenn man genug Bone Boom Marrow Blueprint. Oh, ich habe was zu futtern als Blueprint gefunden. Na super, jetzt kann er seine Kochkünste noch mehr ausleben. Und die sind schrecklich. Nein, nein. Alter. Nicht. Koch dir gleich ein paar Bohnen. Da habe ich nichts gegen. Solange es keine Eier sind, ist das okay. So, ich muss mal gerade ein bisschen ausmisten. Ich sammle mal hier die. Ich finde diese Florana-Lampen ja echt geil. Sammle ich mal ein bisschen. Es gibt bei Talots dann kein Darkroom, sondern ein Greenroom, wegen der ganzen Florana-Leuchten. Ja, definitiv. Tut mir leid, Leute, ich muss aber ganz kurz mal mein Inventar ein bisschen aufräumen, sonst habe ich nicht bald keinen Platz mehr. Und das ist auch doof. Kann ich nicht mehr klauen. Kann ich nicht mehr klauen, Alter. Das sagt ein Dieb auch nicht. Oh, sorry, du, meine Taschen sind gerade voll. Ich muss die erstmal leeren gehen, sonst kann ich nicht mehr klauen. Ja, gut, mit dem Unterschied, Alter, ich will die Waffen von denen haben, die sehen schick aus. Ja, dann frag doch mal lieber nicht. Sag mal, hast du ja, ist klar. Kollege? Ich find's interessant, es ist Nacht und es leckt. Tagsüber habe ich das jetzt nicht, also. Es ist gerade echt schade, dass das hier nur so ruckelig vorangeht. Es tut mir auch tierisch leid. Ich suche immer noch einen Händler, wäre ja ganz cool. Gibt es in einem Dorf nicht. Es ist kein Verkaufsdorf, es ist einfach nur ein Dorf, das ein Dorf ist. Oh ja, Kies. Leider kann ich nicht so Party machen, wie ich jetzt gerne würde. Ich glaube, denen alle Lampen, ey. Du bist schuld, wenn sie in ewiger Finsternis sterben werden. Ja. Oh. Uah. Ah, ist das schön hier. Ein Kiesbad. Ah, da freut sich der Fisch. So, jetzt stellen wir den Tisch ein bisschen rüber. Kommen wir vielleicht an die Lampe ran. Auch ein,
Nee, kann ich natürlich nicht. Oft, ey. Ich will doch bloß die Lampe. Nein, du kriegst das nicht. Jetzt habe ich im Endeffekt mehr gekriegt, als ich wollte. Wow, wow. Hallo? Hallo? Wohnt hier jemand? Das nehme ich gerne, aber ich brauche keinen Stroh und so einen Scheiß. Doch, das Stroh ist geil, das kommt gut auf Häuserdächern am Ende. Da sind wir Pflanzen oder sind wir Fische? Ja, willst du das Wasser aufs Dach packen oder was? Eine Möglichkeit. Das geht aber nicht da. Och, kommt noch. Meinst du? Da können wir uns ein Aquarium bauen, Alter. Oh. 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 Ich hab Scheiße gefunden. Unsere Fischaugen werden als besonders schmackhaft beschrieben. Ich hab Scheiße gefunden. Ja, Enetür hat mir gerade gesagt, dass Fischaugen besonders lecker sind. Au. Alter, ich hab Scheiße gefunden. Aber sprichwörtlich. Naja, nicht Scheiße direkt, aber... Eine Kiste habe ich gefunden. Obeo? Ein Obeo, it's pretty dusty. Was? Eine Oboe! Ey, wir sind dreimal derselbe Florana mit einem geilen Schwert. Viermal! Hat sich gut versteckt. Florana had not even mind fish really, but entrance, keine Ahnung. Ich hab eine Oboe gefunden. Jetzt ist zu kompliziert zum Übersetzen. Das Ding sieht zwar eher aus wie ein Tampon, aber es ist ja. Eine Oboe? Ja. Das Ding sieht wirklich aus wie ein Tampon, eher, aber es ist ja was anderes. Die würden uns gerne wahrscheinlich ordentlich verprügeln, glaube ich. Dich ja. Abgesehen davon, dass sie uns gerne fressen würden. Du gehörst ja auch wirklich verprügelt, da hat dir vollkommen recht. Ja. Please open the door and say hello to your neighbor. Hallo! Oh, da hast du ein Loch gebuddelt. Ich habe gerade einen Grafikfehler gehabt. Jetzt geht's los hier. Aber. Ja, ich habe ein Loch gebuddelt. Kann ich das nicht wunderbar? Ich bin die beste Lochbuddlerin, die du je gesehen hast. Gibt's zu. Aua! Ich frage mich bloß, wie ich da wieder hochkomme. Gar nicht. Oh, Pixelparadies. Unter der Scheiße ist Pixelparadies. Oh. Der Chip, da ist gerade einer runtergefallen, den habe ich jetzt mal umgebracht. Sag mal, hör doch mal auf damit. Der Florana ist eh runtergefallen. Ja und? Das ist noch lange kein Grund, der hinfort. Er hat die Arschkarte gezogen. Tja. Er hat der AK. Er ist runtergefallen, da musste ich ihn töten. Das tut mir echt leid, aber... Ist halt so, ne? Passiert halt. Ich hab grad nicht mitgekriegt, dass ich angegriffen wurde von so einem Viech. Ich komm nicht vorwärts, ich häng am Stein. So, guck ich erstmal wieder, wie ich hoch. Aber hier wegen der Scheiße, ne? Nur mal grad so angemerkt. Es gibt wirklich Viecher hier, die werfen mit Scheiße nach dir. Und die Scheiße explodiert. Das ist so. GW? Ja, das ist ekelhaft. Nein! Nein! Damn it! Ja, das war der traurige Tod von Sudorot. Sie wird jetzt wieder geboren. Mal wieder. So, Gratulation! Yay! Yeah, Gratulation, sie wurden wieder geboren. Woo! Wir haben jetzt erstmal wieder einen Weg an die Erdoberfläche gebuddelt, ey. So, wir printen mal alles drin, was wir können. Wahrscheinlich nicht viel, weil wir nicht so viel Kohle haben. So. An der Zeit ein bisschen weiter den Planeten rum. So nicht gerade langsam wieder Tag. That's really good. So. Hier ist noch ein Bett hier. Oh, jetzt bin ich auch schon wieder Pixelpleite. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Oboe. Lass uns mal auf der Oboe spielen. Ach, ich sehe gerade, die haben das Menü geändert.
Join to the World. Komm, wir spielen Join to the World in Rock. Ich mag die Vögel nicht. Ich bin noch keinen netten Vogel gefunden. Die waren alle aggressiv bis jetzt. Jetzt alle! Okay, nein, was, nein, wir machen jetzt mal Jingle Bells. Wir haben zwar kein Weihnachten mehr, was da. Ja. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. All we find is hungry time. Keine Ahnung, was wir singen. Wir provozieren einfach. Wer so gerne am Strand? Es ist so schön sonnig. Jingle, jingle, jingle. Oh, jingle, jingle, jingle. Keine Ahnung. Hey. Okay, kindlich die Oboe weg. Man kann sich ja auch neue Lieder dazuladen. Ich glaube, in einem. War das jetzt ABC-Format oder so? Ich weiß nicht genau. Irgendwie so war das Format für die Stücke hier. Das hatte ich nämlich auch mal gesehen. Da hatten dann einige echt hier Highway to Hell und so. Das hörte sich mal relativ komisch an, aber finde ich eigentlich ganz cool. Und mit den ganzen Musikinstrumenten, die du ja bekommst, Alter, kannst du eine Band gründen. Heavy Metal! Die Fische oder was? Genau, The Fish. The Fish. The Fish. The Prodigy, The Fish. The Fish, Alter. Fish. The Gigafish. Yes, yes, of course, that's right. That's a great idea. The Fish. Es klingt schon irgendwie scheiße, The Fish. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar eine Band gibt, die so heißt. Weil das nicht für abwegig. New Context now. Ja, wir haben jetzt einen neuen Context. Man könnte sie natürlich auch alle vorlesen, aber... Neuen Context? Weiß nicht, zu welchem Codex. Condex, bitteschön. Condex, nicht Codex. Codex ist langweilig, das ist Mainstream. Condex. Codex ist Mainstream. Interesting, interesting. I had to destroy my robot today. Oh, that's so sad. No. Was für ein Roboter? I don't know. Back to livery. The world be king. Once upon a time. Ja, so fängt jedes Märchen an. Und auch Star Wars ist eins. Und deswegen beenden wir dieses Märchen nun zwar nicht mit einem Happy End, aber mit einem offenen Ende. Was bedeutet, dass wir uns wiedersehen werden. Also Talons, schwing deinen Fischarsch nach oben und räum die Kacke weg. Nee, ich bleib noch am Planeten. Ich mache in der nächsten Folge auf dem Planeten weiter. Ich will die Runde noch beenden, da liegt außerdem noch eine Kiwi, die schnapp ich mir jetzt noch. Und dann sehen wir uns aber, wie schön erwähnt, in der nächsten Folge. Und ich sehe da was, was ich nicht sehen wollte. Naja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.